Moin moin und willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Ich bin in der Nebenquest Engel der Slums unterwegs. Wir haben hier den großen Megasmogger besiegt in der letzten Folge. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob wir hier Hinweise finden für den Racheengel der Slums. Da liegt auf jeden Fall was auf dem Tisch. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode. Danke an alle Unterstützer, die wieder hier täglich dabei sind bei Final Fantasy VII Remake. Zettelchen. Okay, Warnung des Racheengels. Besten Dank im Namen der Armen dieser Stadt. Der Racheengel der Slums. Eine Nachricht des Racheengels? Das scheint alles gewesen zu sein. Lass uns zurückgehen. Okay, ja, aber hat sich bedankt, oder? Wir haben ein Dankeschön bekommen. Zurück zum Reporter gehen? Ja. Schade, ich dachte, der taucht nochmal auf nach dem Kampf oder sowas, aber nö. Nur einen blöden Papierfetzen. Ist das etwa eine Nachricht des Racheengels? Zweifellos. Eine waschechte Nachricht. Der Racheengel hat zugeschlagen. So. Das ist also eine dieser berühmten Nachrichten. Ein großartiger Fund. Irgendwelche anderen Spuren? Hier steht noch etwas geschrieben. Den lästigen Reporter von Shinra. Eigentlich hatte ich ja vor, dir eine ordentliche Lektion zu erteilen. Hast noch mal Glück gehabt, dass der Alleskönner an deiner Stelle gekommen ist. Aber fürs nächste Mal kann ich nichts garantieren. Spiel nicht mit dem Feuer. Eine Warnung vom Racheengel? An mich? Soll also heißen, dass dich die Bestien zerfleischt hätten, wenn du selbst hingegangen wärst. Du meine Güte! Fast hätten meine Informationen dich umgebracht. Ich sollte besser aufpassen, wem ich was sage. Schon gut. Mir ist zum Glück ja nichts passiert. Lassen Sie sich nicht davon beirren. Über Ihre Informationen aus den Slums würde ich mich immer freuen. Eine neue Nachricht des Racheengels! Sein nächstes Opfer ist Don Corneo vom Wallmarkt! Das Warten hat sich gelohnt! Don Corneo ist ein großer Fisch! Das wird eine Sensation! Sieh da! Moment! Wo haben Sie das her? Das war's dann wohl mit meiner Bezahlung. Das ist für dich. Kein Grund zur Bescheidenheit. 2000 Geld. Das Geld kommt aus der Tasche dieses Reporters. Ach so. Keine Sorge, das ist nicht gestohlen. Nur geliehen. Ich bin sehr beeindruckt. Dein guter Ruf kommt nicht von ungefähr. Sie ist doch der Racheengel, oder? Wenn sie jetzt hier auch schon den Reporter beklaut hat und einfach so diese Nachricht vorliest. Wollen wir zurück? Was denn? Schon? Cloud, du bist ja ein richtiger Workaholic. Was bleibt mir übrig bei der miesen Bezahlung? Ach komm, du bist halt noch in der Probezeit. Bald verdienst du mehr. Also, ab nach Hause. Die Belohnung war doch voll super. Universaler Söldner. Nicht Universal Soldier. Also ich bin ziemlich überzeugt, dass die Frau, die Mersai, dass sie der Racheengel ist und die Leute hier beklaut und das Geld dann verteilt. Aber hey, ich habe 2000 Gil von ihr bekommen. Jetzt hole ich mir erstmal Erstschlag. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ja, ich weiß. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Danke. Die kaufe ich mir auch sofort. Den Erstschlag. 2 Stück hat er davon da, aber ich kann ja nur erstmal eine für billig kaufen. Der Rest ist dann wieder mal so teuer. Aber okay, das sind alle Waren. Jetzt habe ich auch keine weiteren Missionen mehr von ihm. VR-Mission gibt es auch nicht. Das war's. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Tja, dann gib mir halt neue Kampfberichte. Ich habe 9 von 9 fertig. Fleißig war ich da mal wieder. So, kann ich wieder bei Cloud was rausnehmen? Effizientes Blocken. Noch nie benutzt. Weil ich nicht blocke. Wind und so ist natürlich super. TP-Boost auch. Ich schaue mir nochmal die Materia an. Erstschlag ist eigentlich ziemlich cool. Oh Gott. Die Liste wird länger, ne? War das nicht gelb? Welche Farbe war Erstschlag? Habe ich gar nicht gesehen. Grünlich, rot.
Erstschlag ist auch lila. Okay. Zu Beginn eines Kampfes ist die ATP-Leiste um einen zufälligen Wert aufgeladen. Ein zufälliger Wert. Na gut, wenn man das levelt, dann ist das bestimmt gleich zu Beginn alles aufgeladen. Das heißt, du gehst in den Kampf rein, kannst gleich Fähigkeiten einsetzen. Nicht zuerst zuschlagen halt so. Heilen wir uns nochmal hoch, bevor wir zu Aeris nach Hause gehen, denn wir wissen ja, einer der Turks ist da. Falls es zum Kampf kommen sollte, bin ich da lieber gerne aufgeladen. Jetzt gehen wir nochmal zum Geschäft. Ich brauche neue Königsfedern. Gegenstände gibt es nur für Gil. Ich weiß, ich habe ganz viele Gil. Ich habe jetzt 20.000, ey. Hab wieder gut was verdient hier mit den Nebenaufgaben. Königsfedern, da haben wir sie. Was kosten 10 Stück? Kann ich gar nicht kaufen, 10? Ich habe im Besitz 10 und sie hat auf Lager wahrscheinlich nicht mehr. 9 kann ich holen. 2700 Gil nur. Ja, das ist doch geschenkt. Kaufe ich Äther vielleicht auch nochmal ein paar mitnehmen. 9 Stück. Ja. Das sind so die Sachen, die echt wichtig sind. Äther, Phönixfedern, wenn man dann keine hat. Oder wenn man keinen Engel ausgerüstet hat. Ist es echt wichtig. Den Rest brauche ich nicht. Bis bald. Ich hab so viel. Wenn man schon mal so viel Geld hat. Ich kaufe ja keine Materie und keine Waffen, deswegen muss ich nicht so große Summen ausgeben. So, gucken wir auf die Karte. Müsste jetzt aber alle Nebenaufgaben durch sein. Hier von den Slum alle und von den Slum jetzt auch alle. Yay. Hat aber auch Spaß gemacht. Und dann teilweise wieder echt lustige Aufgaben dabei. Na, ich muss nach oben. So. Jetzt können wir nur hoffen, dass es der Mutter von Aeris gut geht. Dass Shinras Leute... Oh, da ist er ja schon. Er füttert Tauben. Das sollte ja schon bestraft werden. Die scheißen alles voll. Da bist du ja. Ein Hinterhalt? Sieh an. Das muss dann wohl dein neuer Freund sein. Du sagst das so, als wäre das was Schlechtes. Verstehe. Marco-Augen. Du sollst Reno besiegt haben? Klar, locker. Was, wenn es so ist? Mein Boss will einen Bericht. Ich muss die Fakten überprüfen. Das ist Ruth. Die Mutter von Aeris hat ihn ja schon mal angesprochen. Lass meinte irgendwie, gehen. Ruth war da. Ja? Ruth ist kein schlechter Mensch. Das kann schon sein. Allerdings lassen wir uns nicht gerne zum Narren halten. Er ist kein schlechter Mensch, aber auch kein guter. Okay, 1 gegen 1. Nimm's mir nicht übel. Ein Turk, wie er im Buche steht. Oh? Eine große Klappe, aber nichts dahinter. Kämpft Aeris auch mit? Werden wir sehen. Ja. Das ist ich ganz hasse gut. Gewalt! Bleib zurück! Okay, wenn er erstmal in Angriff ist, kannst du nicht mehr blocken, ey. Dann analysiere ich den doch auch nochmal. Bin mal so frei. Den guten Ruth. Okay, wirksam ist auf jeden Fall Wind und resistent gegen Feuer. Passt schon. Stark resistent gegen, keine Ahnung, was das für ein Zeichen ist. Gegen Schläge. Okay, ein Mitglied der Turks, eine Einheit von Shinras Abteilung für allgemeine Angelegenheiten mit seinem stählernen Muskeln verlässt er sich im Kampf lieber auf seine Fäuste als auf Waffen. Windelementare Attacken füllen schnell seine Schockleiste. Dankeschön. Kannst du uns nicht in Ruhe lassen? Das kann ich nicht. Oder willst du nicht? Ja! Ja! Wenn er erstmal einmal getroffen hat, kann ich danach nicht mehr blocken. Hey! Gestatte mir, meinen Partner zu rächen. Versuch's. Packt einfach. Fall um! Was? Fall um? Nee. Nicht so. Also, machen wir Wind auf ihn. Sturm auf! Ein Soldat? Und Rang 1 dazu. Das sollte reichen. Locken. Er greift mich an. Ach, das ist wieder dieses Greifen. Das kann ich nicht blocken. Das kann ich nicht blocken. Tosen damit!
Ja. Das war's. Ach Mist. Jetzt zeig ich euch, was Aeris ich hat aber ganz gut Punkte aufgebaut in der Zeit, dass ich ihn hier locker wieder hochheilen kann. Finde nun Ruhe. Mhm. Ups. Mir fallen die Augen. Jetzt erst recht. Okay. Aeris ist erstmal am Pennen. Sehr schön. Aha. Nächste Phase. Oh, seine Brille ist nicht kaputt. Schlecht. Lässt du uns jetzt in Ruhe? Ich glaube nicht. Er hat natürlich noch eine Brille. Nein. Ich fange jetzt erst richtig an. Bestimmt den ganzen Anzug voll. Alle Taschen. Du jetzt wow, auf? Nicht schlecht. Nein, hab meine Befehle. Könntest den Job wechseln. Ich mach da Volleyballtechniken hier, ey. Ich glaube, es hackt. Jetzt stirbt! Das hat aber ganz gut weggeblockt. Siehst du? Laut ist stark. Nicht so stark, wie du vielleicht denkst. Unterschätz mich nicht. Geblockt, nice. Ich zähle auf dich. Komm schon! Los, geben wir alles. Wolltest du nicht deinen Partner rächen? Na? Ja, bin noch dabei. Ach, immer wenn Aeris auf ihn irgendwas zaubert, macht er sofort Schlaf auf sie. Nein, hat mich unterbrochen beim Zaubern. Jetzt kommt der Zauber nicht raus. Er hat einen Schild um sich rum. Ich dachte, du hast Gewalt. Das hier ist Notwehr. Ja, das ist Notwehr, genau. Bin ich genauso. Au. Oh, wie willst du denn das ausweichen? Mann? Blocken darfst du ja nicht bei diesen Angriffen. Ja, gekontert. Los! Das Spiel ist aus. Limit habe ich. Nice. Erstmal noch einmal Wind. Ein Sturm zieht auf. Und Kreuzschlag. Jetzt übernimm du. Bin ich jetzt drin? Ich könnte auf Cloud nochmal so einen Magiekreis machen. Dann kann er zweimal Wind hintereinander machen. Heiliger Magiekreis, genau. Auf Cloud. Bitte, bedient euch! Triffst du von dort jetzt besser? Recht. Na, schon drin stehen bleiben. So. Warte, er greift nochmal an. Nicht, dass ich dann unterbrochen werde beim Zaubern. Und jetzt schnell zweimal Iro hintereinander. Jetzt stirbt! Ja, ist doch sauber, ey. Hoch, 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 hoch. Er hat noch schockanfällig. Nein, ey, dass ständig Äther gebraucht wird. Kotzt an. Geblockt. Ich hab doch Äther genommen. Ich hab nur keine Punkte. Ich schlag mir nochmal an. Blocken wir nochmal. Und jetzt nochmal zweimal Ero, dann müsste er aber auch dann weg sein. Sturmwarnung! Ja. Was? Los geht's. Verfluchter Mist! So, er ist besiegt. Bitte, lass es gut sein. Reno das war ein bisschen härter. Nicht. Finde ich jetzt. Hm? Sein Klingelton. Hey, Root! Sorry aber, für die Unterbrechung, aber die Slums im Sektor 7 rufen. Die Sache kann nicht warten. Ja. Also beweg dich sofort hierher. Verstanden. Neue Befehle? Sieht ganz so aus. Sektor 7? Oh, das klingt nicht gut. Geh zurück nach Hause. Nix da. Könnt ihr so passen. Aber als ich gegen Reno gekämpft habe, hat Aeris ja auch nicht mitgeholfen, die mich dann immer geheilt hat, ne? Also das war jetzt hier vom Vorteil. Super.
So sind wir also auch nochmal hier reingekommen, in diesem Bereich, der ja vorher auch zu war. Haben sie aber in den Ecken auch nichts hingelegt. Einmal aufmachen, bitte. So, haben wir jetzt also zwei Mitglieder der Turks schon mal treffen können oder dürfen. Jetzt geht's nach Hause, ja. Mehr ist er auch nicht. Also, gucken wir mal, wie es der Mama geht. Aber wenn Aris sagt, er ist kein schlechter Mensch, hat der Mutter dann auch nichts getan. Warte hier! Wir sind noch eine Blume pflücken? Oder komm einfach mit. Durch die Blumen. Okay, Nebenstory. Mach ich natürlich. Interessant, dass das die Nebenstory ist hier. Komm schon, Cloud. Ich darf nicht sprinten, leider. Hier oben war ich ja einmal. Oh Gott, da hinten liegt jetzt eine Materia. Oh. Redest du mit den Blues? Also, das war mein Tag heute. Interessant. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Gehen wir? Ja. Meine Mutter wartet schon. Wie, das war's schon? Haben Sie gesagt. Gut gemacht. Ja, klar. Spaß. Ich habe nichts gehört. Weißt du... Vergiss es. Glaubst mir ja sowieso nicht. Hast recht. Sag's mir trotzdem. Echt? Ja. Die Blumen wollen mir etwas sagen, glaube ich. Irgendwie. Glaubst du also? Habe ich ein seltsames Gefühl. Aber es fehlt irgendwas. Ihre Stimmen kommen nicht zu mir durch. Noch nicht. Sie strengen sich an. Und trotzdem höre ich sie nicht. So sehr ich es versuche. Und langsam habe ich genug. Geduld ist nicht meine Stärke. Wie jemand, der aufgibt, siehst du aber nicht aus. Naja, heute ist ein besonderer Tag. Wieso das denn? Komm, gehen wir! Ich will die Materie noch mitnehmen. Warte kurz. Nun antwortet ihr schon. Ja, echt? Sagt mal was. Und was? Sagen Sie? Gut gemacht. Oder sowas. Ja, das haben wir. Die Blumen sind einfach ein bisschen schüchtern, die reden halt nicht mit jedem, ne? Durch die Blumen, Nebenstory abgeschlossen. MP-Boost! Der dritte, vierte, den ich schon dabei habe jetzt. Okay, aber trägt Aris auf jeden Fall auch schon dabei. Jetzt können wir nach Hause gehen. Jetzt darf ich auch wieder schneller laufen. Praktisch. So, Mutti, wir haben den ganzen Tag gearbeitet, ey. Ich hoffe, du hast jetzt was zu essen auf dem Tisch. Du willst schon zurück? Du nicht? Will ich schon? Nein, noch nicht. Ich schaue nochmal, ob irgendwas Neues ist, aber sonst... Eigentlich dann schon, ne? Ja. Doch. Jetzt will ich zurück. Du willst schon zurück? Ja, eben nicht, aber jetzt schon. Ja, ich hab genug. Kontrollpunktspeicherung gab's auch. Wo seid ihr gewesen? Oh. Weißt du, wie spät es ist? Oh, oh. Tut mir leid. Wir haben auf dem Rückweg gebummelt. Das Abendessen ist fertig. Yay! Ich deck den Tisch.
Warte. Bereite lieber das Gästezimmer vor. Okay. Soll ich dann den Tisch decken? Fühl dich ganz wie zu Hause. Ich will auch helfen. Diese Augen. Sind Sie Soldat? Ex-Soldat. Entschuldigung, aber ich möchte, dass Sie heute Abend noch verschwinden. Sie haben im Austausch für Ihre Kräfte ein normales Leben aufgegeben. Finden Sie sich damit ab. Oh. Schon erledigt. No. Dann lass uns essen. Du hast bestimmt Hunger. Wir haben Bärenhunger, nicht? Oh. Okay, das war meine Ansage von der Mutter. Bleibt er doch da? Ich bin ja so stolz auf dich, Cloud. Und was ist mit der Liebe? Verdrehst du den Mädchen den Kopf? Nicht wirklich. Das Großstadtleben ist nicht ganz ungefährlich. Wenn du eine feste Freundin hättest, dann müsste ich mir weniger Sorgen machen, weißt du? Claudia. Ich komme auch alleine klar. Ich glaube ja, zu dir würde jemand passen, der etwas älter ist als du. Und dich ein wenig aus der Reserve locken kann. Oh. Er geht in der Nacht, damit Aris es nicht mitbekommt. Ich hau dann mal ab, wie gewünscht. Damit Aris ihn morgen früh dann nicht begleiten muss, kommt er der Bitte der Mutter nach. Der Rückblick eben, war das für die Mutter von Cloud, sah es ein bisschen zu jung aus, oder? Und Cloud hat ja mal gesagt, dass seine Eltern tot sind. Aber es war auf jeden Fall bei seinem Heimatort was. Claudia und Cloud. Passt ja super vom Namen. So. Okay, stehl dich heimlich aus dem Haus davon, ohne dass Aris etwas bemerkt. Pass auf, dass du keine Dinge umstößt und Lärm verursachst. Okay. Jetzt haben sie extra nochmal viele Hindernisse hier hingestellt, ey. Schade, dass ich keine Taste habe zum Schleichen. Wäre es denn schlimm, wenn Aris es mitbekommt? Gehen Sie endlich. Oh. Wie komme ich von hier aus nach Sektor 7? Das ist nicht schwer. Gehen Sie einfach durch Sektor 6 durch. Ah, es ist super. Nicht der sicherste Weg, aber für einen Soldaten ist das bestimmt kein Problem. Ex-Soldat. Und bitte, halten Sie sich ab jetzt von meiner Tochter fern. Natürlich. Danke. Wie sich die Einstellung von der Mutter geändert hat, ne? Aber wer weiß, wenn Root vielleicht hier zu Hause war, was er ihr noch erzählt hat. Nichts für ungut. Nein, nein, nein. Nichts für ungut. Kriege ich noch ein Häppchen für den Weg? Ich gehe ja schon. Durch Sektor 6 durchlaufen. Das kann ja was werden. Kann ich mich jetzt noch vielleicht in der Nacht frei bewegen und zurück zur Kirche gehen und mir die Materia da rausholen? Das hängt mir immer noch im Hinterkopf, dass ich die gerne haben will. Hä, was ist denn hier los? Die steht hier ganz alleine? Ach, der Blumenlieferant. Ich wollte mich noch dafür bedanken, dass Sie den Kindern geholfen haben. Gerne. Sie reden nur noch über den Soldaten, der Sie gerettet hat. Sagen Sie Aris doch auch Danke von mir. Okay. Kannst du morgen sagen. Die wohnt ja immer noch da. Ziemlich langer Arbeitstag, nicht wahr? Oh ja. Oh ja. So. Ich muss jetzt wahrscheinlich da raus. Genau. Da unten. Da, wo ich auch nicht durch durfte. Ich gehe mal kurz Richtung Bahnhof. Ob wieder die Nachricht kommt. Nee, da gehe ich jetzt nicht lang. Oder ob ich da hin darf. Jetzt hier ist... Bei Nacht ist das hier voll ruhig, ne? Das Leben tobt hier gar nicht mehr. Musik läuft natürlich noch. Habe mich gerade mit meiner Frau verkracht. Nein, da darf ich nicht. Da darf ich nicht lang. Okay.
Wegen dieser Sache mit. Und dann gehen wir weiter. Chocobo da oben. Das, als Wegweiser. Cool. Ach, hier. Ja, auch. Kann man sich hier Chocobos leihen? Hier war ich ja auch noch nicht, ne? Hier durfte ich ja auch noch nicht lang gehen. Weil sonst mal die Nachricht gekommen ist. Stopp! Also gehen wir jetzt hier mitten in der Nacht durch Sektor 6 durch, hier hinten. Und dann, ja, können wir auch den Bereich verlassen. Der Preis der Stärke heißt das Ganze. Okay, da das jetzt hier ein ganz guter Moment ist, um mal wieder eine frische Pause einzusetzen oder einzulegen, werde ich jetzt hier beenden, bevor wir weitergehen in der Nacht. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter und dann macht sich Cloud auf den Heimweg. Denn die Turks sind auch auf nach Sektor 7 unterwegs. Und wer weiß, ob Tifa und Barrett da nicht vielleicht in Gefahr sind, wenn die schon wieder angekommen sind in Sektor 7. Wir haben sie ja lange nicht gesehen seit dem Kampf gegen den Airbuster. Und seitdem ist viel passiert und Cloud hat hier den ganzen Tag mit Nebenaufgaben. Verschwendet nicht, aber der hat jedenfalls auch keine Nachricht an die anderen gesendet, ne? Die machen sich bestimmt auch Sorgen. Also, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da für die heutige Episode, wenn ihr Spaß hattet beim Zusehen. Und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.